Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Mountain Farmers auf der Walchen. Mit dabei war heute, oh Gottes Willen, warte mal, Bildschirm ist so weit weg. Hier, der Dagi, der Michael, der Lenny, der Uwe, der Paul und der Lukas. Hallo. 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 Wir haben ja heute richtig viele neue Sachen dabei, ne? Wir haben richtig viele neue Sachen dabei. Also ich weiß nur das Grimme DLC, das sage ich jetzt gleich, weil dann bin ich erstmal raus. Nee, es ist auch nur das Grimme DLC. Achso, das ist ja langweilig. Naja, Updates. Wir haben Position Farming Update und Seasons Update noch direkt mitgenommen, die heute am Aufnahmetag rausgekommen sind. Aber ansonsten haben wir das Grimme Pack mit drauf. Problem? Mitte Herbst sind die Kartoffeln leider schon runter irgendwie, ne? Kam ein paar Tage zu spät für uns. Tja, hat irgendjemand Kartoffeln gemacht? Wie soll ich hier schreien? Ja, also wäre es sowieso hinfällig gewesen. Ja gut, vielleicht hättest du ja eine Mission gefunden. Also, Nachbarn, wir hatten nur Kartoffeln. Wir hatten doch Kartoffeln, Werner, oder? Was haben wir? Ja. Wo denn? Du, wenn du das sagst, Ducky, na dann. So, hatten. Ich glaube, du hast mal Kartoffeln geerntet. Schon so lange, ja. Zeit. Achso, ja, Zeit haben wir auch. Warte. Eine Minute 30 nehmen wir auf. Was? Cool. Neun? Neun. Wow. Das muss jetzt ja in die Karten spielen. Ja, ja. Warum sind meine Millisekunden so im Argen? Du musst mal aufhören, neben der Aufnahme was hochzuladen. Nee, mach ich nicht. Bezahlt? Ja, aber das wird sein. Die drosseln nicht, ne? Die drehen direkt ab. Ja. Das war auch richtig böse. Ne? Wenn du so langsam siehst, wie einer vom Pull steht und langsam runterdrossel einfach, bis gar nichts mehr da ist. Oder immer mal wieder so ein bisschen hoch und wieder runter. Ja, genau. Na, gefällt Ihnen das? Na, zahlen Sie ein. Micha, du sitzt nicht neben mir. Schade. Ich saß gerade noch neben dir. Ja, steigst du noch mal ein? Soll ich? Ja, bitte, unbedingt. Oh, guck mal, die Kiste. Aber ihr könntet was vom neuen Grimme DLC zeigen, weil wir haben einen Anhänger davon gekauft. Ihr habt den gekauft? Ja, logisch. Hey, ich kauf doch nichts. Das Problem ist, die Plane funktioniert nicht. Die muss ich direkt vorweg sagen. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Wir hatten eine Plane drauf, ich habe sie einmal weggemacht, seitdem geht sie nicht mehr drauf. Hast du verloren? Ja, das war eine Einwegplane, haben uns darauf geeinigt. Weggeweht. Könnte aber auch am Traktor liegen, weil mit der gleichen Taste öffnet man hier auch irgendwie die Tür oder so. Achso, so ein Trailer wäre auch was für uns, Dark, glaube ich. Die sind schon cool, ne? Sind schon cool, weil wir haben ja nur diese zwei Olden, die eh schon auseinanderfallen. Du könntest jetzt quasi auch direkt sehen, wie ich darin ablade, hätte ich die Ladebordwände runtergemacht. Warte. Bei dir kommt viel hätte und so weiter vor, ne? Ja, ja. Hätte. Ich auch mehr so der Typ für die Pause eigentlich. Ja, ja. Achso. Da hätte man ja auch was machen können. In der Pause, aber hey. Im kleineren oder größeren? Da war die Plane. Ja, funktioniert. Tatsächlich habe ich gerade den Zweiachser im Blick gehabt. Ja, den größeren finde ich ganz schön. Einmal auf den Weg. Da wird es wahrscheinlich besser, wenn wir zwei brauchen würden, zwei kleinere zu kaufen. Ja, einer reicht ja erstmal, oder? Naja. Die Frage ist, wollen wir da jetzt etwas verkaufen dafür? Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nicht drei Felder verkaufen müssen, wenn wir einen Anhänger kaufen müssen, aber... Machst du das hoch gerade? Nö, das geht automatisch, wenn du zu voll machst. Achso, das also heißt, ich muss da sogar dran langfahren, damit das... brauchen wir auch nicht mehr. Aber ich dachte, hab ich doch eben gesagt, dass das automatisch hochgeht. Ja, ich finde es sehr gut, dass wir alle durcheinander reden. Achso, ich dachte... Ja. Du hast mir nicht gesagt, was ich machen soll. Ich dachte, du fährst hoch. Mach auch Pause. Kommunikation läuft. Ich soll einsteigen. Mir hast du nicht kenne das irgendwie. Was denn? Seit einer Folge im Auto und wartet. Ich warte so, jetzt. Ja, so immer noch Fahrersitz, ne? Kannst du die Karre hoch? Das kann nur gut werden. Das Gute ist, wir haben sie jetzt total sabotiert. Der Uwe war die ganze Folge bei uns, hat sich den Anhänger angeguckt. Der andere saß die ganze Zeit auf dem Beifahrersitz und hat nichts gemacht. Ja, ja. Als ich bin mal am Schaf der Eis, sagte Uwe mich, kommst du mal bitte rein. Steigst du bitte nochmal ein. Das hab ich schon gemacht. Ich hab wohl nicht doll auf dem Beifahrersitz. Nee, irgendwie ist, ne? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch so die erste Mahnung bekommen oder sowas von der Internetfirma hier. Aber Hochgeschwindigkeitsfahren ist heute schwierig. Okay. Bei mir auch. Zucker wir sind produktiv. Unser Feld ist runter. Du brauchst einen neuen Achslenker, Uwe. Mit deinem Schlepper.
Kein Problem. Da stand gerade eine Laterne im Weg. Ja, haben wir auf Lager liegen. Ich brauche die öfter. Okay. Wollen wir eigentlich auch eine Zwischenfrucht anpflanzen, Werner? Natürlich. Was nehmen wir denn da? Kastanienbäume? Kastanienbäume. Also wir könnten theoretisch ein paar Bäume pflanzen, ja. Dann haben wir in 10 Jahren was zum Ernten. Okay. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nie. Was hältst du von... Eukalyptus pflanzen. Gras. Gras? Ja, dann könnten wir es noch einmal ernten und dann umflügen. Auch klingt noch ein Plan. Haben wir noch ein Feld zum Dreschen gehabt? Ja. Nee, hat sich richtig ausgezahlt. aber ich glaube, die Kollegen hier, die pinke Zone, die brauchen noch den Drescher, oder? Nee, ich glaube, wir sind durch. Hattet ihr nicht noch irgendein Feld? Das habe ich doch noch gerade den Aufnahmedreschen. Und den Mais wollten wir häckseln mit so einem Vorbau. Ah, okay, dann war das so. Ne, ich wusste nur, irgendeins hattet ihr noch. Wir müssen noch eins abmachen. Jo, Drescher ist bei uns bereits zum Abholen. Wir haben auch noch Mais. Wir haben auch noch Mais. Häckselparty, juhu. Ich hätte eher gedacht, dass wir den zu Kölner Mais verarbeiten, weil das brauchen wir den ja nicht. Wir brauchen den so oder so nicht, ne? Deswegen, ich hätte Kölner gesagt, Mais runter, kauft sich ein Häcksler. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe hören sagen, dass demnächst ein Jaguar auf dem Hof steht. Ich habe hören sagen, Klaas hat echt Lieferprobleme. Ach so. Ja. Und so. Die haben auch Probleme mit dieser ganzen Halbleitertechnik, weißt du? Wie die Autohersteller. Ja. Aber vielleicht gibt es noch einen alten Fortschritt auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Ach du Scheiße. Den hatte ich tatsächlich überlegt, ob wir den kaufen. Der ist auch gar nicht. Ich finde den irgendwie lustig, ja. Was ist das Ding? 60.000 plus Schneidwerk, also mit 70.000 kommst du weit. Die Frage ist, was die Miete kostet. Warum Miete, Alter? Weiß ich nicht. Also ich finde ja den gezogenen im Anhänger. Ja, da sehe ich euch, ne? Ganz cool. Oh. Was gezogene? Was? Und ihr kommt vorbei zum Helfen, oder? Du meinst den Max 6. Max 6 haben wir doch gar nicht drauf. Oder? Ich weiß nicht, ob wir den nicht drauf haben. Nö, meine der ist hier nicht drauf. Alle Mann mit dem Max 5 davor und dann lass jucken. So viele Felder hast du nicht. Warum sind die überhaupt nicht groß? Es reicht, wenn sich einer so ein Ding davor schnallt. Das der andere fährt mit dem... Ja, ich weiß. Ja. Es gibt den auch noch zum Anhängen. Ich glaube, aus dem LS15 oder sowas war der dabei. Ne, den Max 6 haben wir schon hier bestellt. 19er. Ja, fährst du den nach hinten zu den Bäumen? Oh. Wir müssen heute ein bisschen Früchte ernten. Ja, ich warte. Du Daki? Ja, Werner. Da war ein Stahlwerkssagen bei? Ja. Paul, wir müssten aber die Siloplatte freischieben, ne? Wenn wir Hexen wollen. Gut. Einmal Schlepper. Das Zeug ist noch nicht reif, oder? Das kann nicht verarbeitet werden, oder? Ja, magst du schon anfangen mit Lukas? Ich komme dazu, wenn ich hier ein bisschen geschüppelt habe. Ah, willst du ein bisschen schüppeln? Ja. Okay. Ich kann noch ein bisschen Ammonik machen. Ah ja. Dass das auch mal wieder gemacht wird. Danke. Ich habe einen Drescher gefunden. Ja, kannst du behalten. Brauchen wir irgendwas für die Bodenbearbeitung jetzt? Glaube nicht. Weil da würde ich da gleich mal was drauf ballern. Ja. Oh, Michael, so. Wir müssen auch noch die Federstätte benutzen, ne? Und dann zurückgeben. So 2-3 Meter Sämaschinen stehen bei uns rum, wenn ihr wollt. Wie viele Bäumchen habt ihr? Viele. 30. Hör auf, Lukas. Komm mal zu mir hier. Okay. Dann guckst du mal. Wo bist du? Ich bin gerade hinterm Hof. Ich bin hier unten. Hier unten. Hallo, hier unten. Ja, ich hab das schon gesehen, wo du bist. Ja. Ich glaube, wir müssen uns mal ein paar Honigeimer besorgen und die einfach nur da unten dran stellen, dass wir sie füllen können. Und wenn du jetzt in die Richtung guckst, wirst du feststellen, hinten stehen auch 25 weitere Bäume. War hier nichts zum Abladen, Doug? Ja. Da hinten, hier gucken, diese Richtung laufen.
Oh, wie viel passt da findest du ganz viel rein in den neuen? 35.000. Hier müsste das reingehen. Aber der kippt, glaube ich, hinten aus. Rein. Jetzt bist du Anhänger, ich habe links ausgewählt. Es sind jetzt 19.100 drin. Kuppel mal hinten mal ab. Kannst du mal hinten wegmachen? Ich mach mal hin. Ja. Ah, jetzt. Komm, Micha, der Haufen hier wird konstant kleiner. So wie ich das gehört, ne? Ich hasse es, Kisten zu schleppen. Kann ich echt sagen, muss ich jetzt schon wieder. Wie, du hast es, Kisten zu schleppen? Was ist los? Ja, ich heb immer ab mit den Dingern. Nur fliegen ist schöner. Ich heb's ab. Kisten fliegen weg, oder wie? Ja, wenn ich damit laufe, fliegen die immer fort. Dann musst du die mit dem Frontlader befördern. Nö, nee, die Kisten sind tatsächlich so leicht, dass du sie von Hand transportieren kannst. So. Ey! Jetzt stellst du mal eine Kiste direkt vor die Nase. Ich wollte die da gerade vernünftig hinstellen. Na, irgendwie glaube ich, die Synchro hängt gerade ein bisschen, dass der Haufen hier eigentlich schon weg ist. Kann sein. Ach guck mal, ja, jetzt einmal ausgestiegen, zack. Darki, pflügen oder was? Kobern oder was machen wir mal? Wenn du da was anpflanzen willst, musst du glaube ich noch was grubbern, ja. Also wir haben einen Grubber mit Sämaschine drauf. Auch wir haben auch alles hier. Unsere Sämaschine. Ja, der ist doch super, perfekt. Ist ja keine Direktsaat. Nee, eine Grubber mal halt vorher, so kann ich. Was habt ihr für eine Sämaschine? Was denn da? Eine Horsch Pronto 9DC. Wieder Bienenwarm? Ja, die glitschen die ganze Zeit durch den Boden. So. Zuckerrüben sind erstmal in der BGA. Ich hoffe, das geht hier gleich noch weg. Mal gucken. Soll ich mal zu euch kommen? Kannst du mal. Gibt's da irgendwo? Muss ich laufen, echt? Oh nein. Der Johnny steht hier. Hier sogar zwei Johnnys rum. Das ist ein MF und ein Johnny. Welche habt ihr denn jetzt schon geerntet? Die vier neben dem Anhänger. Okay, Lukas, du läufst doch jetzt nicht echt bis zum bis zum Obsttime immer mit den Kisten, oder? Nein. Ja. Die sind alle schon voll. Jetzt sind's Kirschen. Michael, wir haben hier noch Gras liegen, ne? Falsch. Okay. Besuch für deine Kiste, da liegt der Kopf über. Mit wie viel Kilo muss man Schweine nochmal verkaufen? Ich weiß schon wieder nicht mehr. Ein bisschen unter einem Jahr muss ich verkaufen. So. Schwierig. Warum? Ach ne, das sind die wir am Anfang gekauft haben. Ja, okay. Die Kirschen brauche ich noch, die Kiste ist nicht voll. Ja, ich nehme die erstmal mit. Hoppala. Aber also, ja, okay. Also wenn man richtig Arsch wäre, ne, könnte man an so einen Kirschbaum dran gehen und richtig Geld scheffeln. Mit Bieren, Bäumen und Co. Natürlich, die klitschen um. Das ist irgendwie ein kleiner Fehler. Ja. Deswegen versuche ich die Kisten immer ganz voll zu machen. Selbst dann glitschen die noch um. Ja? Ja, aber die Unterschiede, ganz ehrlich, sind marginal. Ist das so? Ja. Ich hätte hier noch eine Tonne App gewinnen. Ja. Ja, ich habe ja auch einmal eine Tonne Bieren. Guck mal, so ein Apfel kostet 0,9 Euro, so eine Kirsche 1,2, weißt du? Das ist jetzt nicht so viel. Kisten voll. Lukas, hast du da noch eine Kiste? Ja, hier sind zwei volle Kisten. Ah, okay. Boah, 33% mehr, ne? Also. Ja. Passt immer jetzt dann, ne? Natürlich macht es die Masse, aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss alles umglitschen auf Kirsche oder so. Komm, Kisten stehen, Uwe. Wie bitte? Kisten stehen drauf, kannst du die da. Ja, ich versuche hier gerade das Problem zu beseitigen, was du auch hast. Mir fliegt die Kiste auch immer aus der Hand.
darf nicht so schnell laufen. Muss die Kiste weit genug weg anpacken und dann geht's. Echt, warte. Nee. Da fehlt noch eine. Irgendwo muss noch eine Kiste rumstehen. Na, hier ja, am Baum steht, hier am Baum steht Kisten noch eine. Weitwurf. Nee, noch eine. Also müsste hier am Baum steht noch eine Kiste Pflaumen. Okay. Habt ihr da unten noch Pflaumenbäume? Überall haben wir Pflaumenbäume. Wir haben noch ein paar Bananenbäume. Ja. Jetzt sehe ich die Kiste im Inneren. Ich hoffe, ich bin gleich da. Mann! Was denn? Schön. Ich komm zu dir, Uwe. Ist schön. Schön. Bin da auf dem Weg zu dir. Klingt auch schön, was du da machst. Will da nicht so sein. Gott sei Dank muss man nicht so oft das Obst ernten. Ach du Bitteschön. Lenny. Hm? Danke. Was denn? Wir haben drei Bienenstöcke mit 11 vollen Waben jeweils. Ja, also ich mach mal Karotten. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Honig. Ich hab da vollstes Vertrauen zu dir, weißt du? Das ist ja, also der Paul macht das super mit Lukas. Ja, die Kiste ist gleich voll. Jetzt ist Paul Recker hier. Paul der Weltbienenbeauftragte. Recker vor der Tür. Paul der Bienenbeauftragte. Gut, damit lassen wir es, glaube ich, stehen für heute, liebe Leute. Dankeschön fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.